Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen uns heute mal was Leckeres, was Einfaches und was Schnelles, weil schnell, es ist kalt, es ist eklig, so richtig Herbstwetter zieht überall rein. Deswegen schnell, wir machen uns heute Parmesan Chicken, also Parmesan Hähnchenbrust. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt, also mitkommen. Und hier haben wir unsere Zutaten. Wir haben noch ein bisschen was Grünes dabei, um es ein bisschen in die gesündere Richtung noch zu schieben und ein bisschen was dabei zu haben. Wir haben hier zwei Hähnchenbrustfilets. Wir haben hier ein paar Gewürze. Zweierlei, weil wir brauchen das in zwei Schritten. Ihr kriegt aber auch alle Infos unten in der Infobox. Da stehen alle Mengenangaben drin. Steht noch ein bisschen mehr. Schaut mal vorbei. Wir brauchen ein bisschen Olivenöl. Wir haben hier noch so ein Balsamico-Creme mit Feige drin. Super geil. Finde ich mega geil. Gerade zu sowas. Und wir brauchen Grana Padano. Nimmt kein Parmesan, nimmt Grana Padano für das Gericht, passt das besser. Und ja, wir werden es ein bisschen auf Salat anrichten. Einfach ein bisschen Feldsalat. Ja, das war's auch schon. Gar nicht so viel. Seht ihr, ich heiz jetzt den Grill vor und in der Zeit bereiten wir unsere Hähnchenbrust vor, dass sie dann gleich drauf wandern kann. Geht heute alles easy und schnell. So, jetzt haben wir hier unsere zwei Hähnchenbrustfilets. Wenn ihr wollt, könnt ihr die vorher noch ein bisschen trimmen. Die sehen jetzt aber super aus. Die können wir so lassen. Und jetzt haben wir hier Gewürze. Das sind Salz, Pfeffer, Paprika, Zwiebelpulver und etwas Zucker. Das verrühre ich jetzt erstmal, dass wir das gleichmäßig verteilen können. So, und dann gehen wir hin und würzen unsere Hähnchenbrustfilets von außen. Und natürlich machen wir das auch von der anderen Seite. So, und jetzt haben wir das Ganze ringsrum einmal gewürzt. Jetzt darf das noch einen Augenblick ziehen. Der Grill heizt jetzt gerade vor. Ja, und dann treffen wir uns schon am Grill. Da kann nämlich die Hähnchenbrust schon mal drauf. Und dann machen wir hier weiter. So, unseren Grill haben wir vorgeheizt. Und wir tun unsere Hähnchenbrust jetzt erstmal kurz direkt anbraten. Oder angrillen. Dann geben wir ein bisschen Röstaromen. Und wir treffen uns jetzt erstmal wieder am Brett. So, und was wir jetzt machen, wir bereiten unsere Parmesan oder unsere Grana Padano Kruste vor. Und nehmt wirklich Grana Padano und nicht Parmesan. Wir wollen, dass der ein bisschen anschmilzt gleich noch an der Kruste. Und das macht der Parmesan nicht so doll. Das macht hier der Grana Padano besser. Der hat noch einen Tick mehr Feuchtigkeit drin. Und der schmilzt euch besser weg. Und dann machen wir uns jetzt erstmal hier schön ein bisschen was auf den Teller. Und wenn ihr jetzt ein bisschen zu viel gerieben habt, macht euch nichts. Das könnt ihr später einfach mit an den Salat geben. Alles gut. So, jetzt haben wir das erstmal. Mal schauen. Vielleicht ist es auch zu wenig. Werden wir später sehen. Und jetzt haben wir hier noch getrockneten Schnittlauch. Ihr könnt auch frischen Schnittlauch nehmen. Und Chiliflocken. Und das geben wir jetzt noch hier mit drüber. Und verteilen uns das hier. So, und damit haben wir unsere Kruste erstmal vorbereitet. Da treffen wir uns jetzt gleich wieder am Hähnchen wieder. Das müssen wir jetzt erstmal drehen und dann wasche ich erstmal ein bisschen Salat. Ja, weil das geht heute alles so ruckzuck, sage ich euch. So, und dann werden wir mal hingehen und werden unsere Hähnchenbrust schon mal drehen. Bisschen Krach machen. Und da wollen wir, dass sie schön ein bisschen Röstaromen kriegt. Wir wollen den Röstaromengeschmack, wir wollen das nicht komplett indirekt machen. Wir geben dem jetzt gerade ein bisschen Feuer. Und wir müssen sie jetzt nicht durchgaren. Das können wir gleich noch machen mit unserer Kruste. Deswegen erst noch ein bisschen Feuer von allen Seiten geben, ein bisschen Röstaromen geben und dann geht's weiter mit der Kruste. So, unsere Hähnchenbrust hat jetzt ringsherum schön Farbe bekommen. Genauso soll das aussehen. Wir holen die jetzt runter. Und dann geht es jetzt erstmal am Brett weiter. Das Hähnchen landet aber gleich nochmal auf dem Grill. So, jetzt haben wir unsere Hähnchenbrust hier liegen. Und dass jetzt das Ganze ein bisschen besser gleich dran hält, gehen wir hin und geben jetzt noch ein bisschen Olivenöl drüber und verreiben uns das jetzt nochmal. Das hat jetzt nichts irgendwie mit groß Geschmack zu tun. Es gibt auch ein bisschen Geschmack, ja. Aber das Ganze soll so ein bisschen mehr als Kleber dienen gerade. So, und jetzt haben wir unsere Hähnchenbrust schön mit Öl einmassiert.
Und jetzt können wir hingehen. Jetzt nehmen wir uns die Hähnchenbrust und wälzen die uns jetzt hier einmal schön durch. Einmal. Und Nummer 2. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen hin, nehmen uns von dem Parmesan noch was und geben das nochmal hier so ein bisschen drauf. Und wie gesagt, wenn ihr zu viel habt, das landet alles gleich dann hier noch mit im Salat. Alles gut, alles halb so wild. So, und das wandert jetzt nochmal kurz auf den Grill, dass das Ganze noch so ein bisschen anschmelzen darf. Und dann sind wir auch gleich fertig. So, jetzt haben wir unsere Hähnchenbrust ein bisschen Kruste gegeben. Und jetzt gehen wir hin und legen uns die Hähnchenbrust nochmal in den indirekten Bereich. Und geben dem Ganzen jetzt nochmal schön so ein bisschen Oberhitze, gerade oben, wenn ihr auf dem Ablagerost seid, gibt es so ein bisschen Stauhitze, die kommt von oben, das ist perfekt für sowas. Und das machen wir jetzt gerade. Das Ganze braucht jetzt nur so 2-3 Minuten, soll ein bisschen anschmelzen, gar nicht groß komplette Kruste geben, sondern nur so ein bisschen anschmelzen. In der Zeit bereite ich hier unseren Teller ein bisschen vor und dann machen wir gleich noch ein paar schöne Bilder. Sehen wir uns aber gleich wieder. So, die 2 Minuten sind rum. Wir können unser Hähnchen runterholen. Ich richte jetzt noch schnell den Teller an. Ihr seht dann auch, wenn ich das gleich drauflege, wie das Ganze aussieht. War wirklich nur 2-3 Minuten und das Ganze ist leicht angeschmolzen. Ihr seht es jetzt aber gleich. So, und jetzt habt ihr den fertigen Teller gesehen und ich finde, der sieht fantastisch aus. Der passt auch super in den Sommer. Ist aber eine super schnelle Geschichte, wenn ihr was auf den Grill schmeißen wollt und es gerade ekliges Wetter ist. Geht super schnell, einfach gemacht. Und ja, jetzt müssen wir es noch probieren, ob es auch genauso schmeckt, wie es aussieht. Und ich habe jetzt ein Riesenmesser für so eine kleine Hähnchenbrust, aber ich schneide mir mal hier so ein Stück ab. Und dann opfere ich mich mal wieder, nur für euch, einmal rein in den Kopf. Genau. So, jetzt kann ich wieder reden. Mund ist wieder leer. Die Kombination ist echt geil. Gerade hier das da mit dem Süße-Kick dabei, das gibt dem Ganzen nochmal so einen richtig geilen Kick hinten raus. Ich liebe Grana Padano auf sowas, gerade mit Hähnchen. Das kommt immer gut, ob ihr eine Soße damit macht oder das einfach so jetzt macht. Passt auf jeden Fall. Die leichte Schärfe, die ist optional. Wer keine Schärfe mag, kann die auch weglassen. Alles halb so wild. Der Rest passt wirklich schön rund, richtig lecker. Also wer Bock auf sowas hat, Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, weil dann sehen wir uns beim nächsten Rezept wieder. Und ja, ich gehe jetzt essen. Ich verabscheue mich jetzt. Euer Max und Barbecue Culture. Und tschüss. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet.